Und willkommen zurück zur nächsten Folge von Ghost Raccoon in Ghost Raccoon von Resident Evil. Nee. Wir fahren Dings zu Deklaton. Werbung. Ja, denk dran, das ist mein neues Laptop, ja? Stell es vernünftig weg. Guck, dass das Kabel dann nicht, die Buchse dann nicht irgendwie beschädigt wird. Sonst muss ich dich leider umbringen. Und am besten klappst es zu. Weil ich es nämlich so oder so jetzt erstmal nicht brauche. Dann kann er ruhig runterfahren. So, also wir haben jetzt nochmal neu gestartet, weil wir haben ja jetzt gerade quasi total versagt. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie... 800 nochmal DPI. Sag mal, put your hands up in the air. Ich wollte den Witz doch gar nicht mehr machen. Ehrlich, ich wollte nicht mehr machen. Ich wollte hier einfach vorbeigehen, ohne put your hands up in the air, put your hands up in the air zu sagen. Ja, weil auf Dauer ist das einfach auch albern. Ich finde, man sollte einen Witz irgendwann mal gut sein lassen. Ne? Aber irgendwann ist er verbraucht. Lieber? Navi. Alea ist hier. Codewort Navi. Kennt ihr ja, ne? Jo, put the Glimmstängel on. Wenn jetzt ich noch ein Item weniger kriege, nur weil ich jetzt die Szene dritte Mal spiele, ja, gib um. Dann bin ich aber, werde ich aber aggressiv hier. Nein. Und wir wissen ja jetzt schon mal, dass wir auf jeden Fall Munition mischen müssen. Wenn wir mit der Muni jetzt nicht mehr hinkommen, das wissen wir ja auch. Warum isst du was? Weil ich Hunger habe. Weißt du, wie unverschämt das ist? Ich habe heute noch nichts gegessen. Das stimmt nicht. Ich habe eben zwei Wraps gegessen. Ja, also. Bevor irgendwie jetzt hier Mitleid-Ors an geäußert werden. Leckerchen. Genau. Das ist Hallo, etwas, was war das? Resident Evil. Ja, genau. Willkommen zurück zu Resident Evil. Wo ist das Scheißding? okay, was war das? Weil der Schuss ging ja herrlich daneben. Ja, okay. Wir müssen nochmal von vorne. Ich bin jetzt von meiner eigenen Stimme gerade erschrocken worden. Weil irgendwie sich gerade mein linker Monitor das Video hat selbstständig gemacht. So, müssen wir gerade mal abschalten, bevor uns das wieder erschreckt. Was ist mit der Internetverbindung los? Jetzt läuft ja schon nicht mehr die normale Verbindung. Was ist hier los? Boah, ich brauche dringend ein neues Modem. Jetzt bewegt es sich wieder. Das ist kein Wunder, da war noch ein Video an. Ich wusste gar nicht, dass das an war, weil das still stand. Ich dachte, das wäre ausgeschaltet. Hat mich jetzt volle Kanne erschrocken, Leute. Volle Kanne. Und das passt ja ganz gut. Hallo, willkommen zurück zu Resident Evil. Put your hands up in the air. Weil, da läuft schon mal die Vorproduktion auf dem anderen Monitor, was soll ich sagen. Das haben wir ja nicht mehr lange. Oder laufen mehrere Vorproduktionen gleichzeitig, dass der Laptop was tut und der Rechner was tut, sozusagen. Weil, ich sag mal, solange ich nicht Multiplayer spiele, kann ja der Rechner auch rechnen. Ja, gib um. Ich frage mich jetzt ernsthaft, ob ich mich jetzt wirklich getäuscht habe. Und hier war auch beim ersten Mal durchlaufen nichts in dem zweiten Schrank. Ich hatte... Was? Das ist aufgegangen. Was ist aufgegangen? Ja. Jetzt, wo ich das so sehe, ich habe Hunger. Die Restnüsse vom Brettspielabend gestern. Ich spiele ja immer Brettspiele. Unregelmäßig am Freitag mit Freunden zusammen. Quasi fast die gleiche Truppe, die teilweise dann auch bei den Multiplayer-Let's Plays dabei ist. Okay, ein Schuss und er ist tot. Das war jetzt überraschend. Ein Schuss und er ist tot.
warum ist er mit einem Schuss tot? Ich hab ihm doch gar nichts getan. So. So, irgendwo hatten wir nicht. Ah ja, das können wir so oder so mitnehmen. Hatten wir nicht irgendwo auch ein normales Pülverchen hier gefunden? Nicht nur das hochqualitative, sondern auch noch ein normales Pülverchen? Da war eine Handgranate, das war das nicht. Das war erste Hilfe. Den haben wir ja jetzt nicht verbraucht, stimmt. Nee, normales Pülverchen nicht. Ja, okay, dann nehmen wir das jetzt mit. Alle müssen ja jetzt eh zurück. So, wir müssen nochmal wiederkommen. Put your hands up in the air. Up in the air. Die ist noch immer neben mir. Ja, ich hab Hunger. Ich sag dir dann eben bitte doch die Nüsse. Dann kann ich nicht so auch knabbern. Ach so. Weil Spielen und Knabbern ja so zwei Sachen sind, die sich nicht wirklich vertragen. Ja, dann kriegst du nicht. Lass mir auch was übrig. Wandel. Nee, erstmal ein Dings. Halt ihn nur. Ach ja, das war eine Mandel. So. Boah, jetzt esse ich euch echt die Ohren voll. Ja. Tut mir leid. Weil ich kann immer noch nichts essen. Nicht. Das tut mir nicht leid. Ich habe nämlich Hunger. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Die Zähne tun immer noch weh. Deswegen kann ich immer noch nichts anderes essen. Tja, was soll ich sagen? So. Und manche Sachen kriegen hier Beine, weißt du doch. Hast du irgendeine andere Antwort erwartet, außer weiß ich nicht? Also. Dann weiß ich nicht, worüber du dich gerade beschwerst. Da hätte ich in der Arbeit vorgestern, nicht so viel durchstreichen müssen. Der wankt wirklich viel hin und her, ne? Warum fallen die in diesem Spiel so komisch? Immerhin streckt er diesmal nicht mehr ganz so seinen Po raus wie bei den anderen Toren. Weil er noch nicht tot ist. Der hat aber viele Leben. Aber jetzt hat er kein Leben mehr, würde ich mal so behaupten. So. 9, 15, 7. Meine ich? Ach, jetzt habe ich vielleicht schon angefangen. Also 9. 15. 7. Bin ich gut? Alter Knacker. Alter Nussknacker, versteht ihr, was ich meine? Natürlich schön gewesen, wenn man erst einen kleinen Beutel kriegt, dann einen mittleren und dann einen großen. Ne? Also, und man würde das dann auch sehen, dass er die trägt. Hm. Naja, für die nächste Folge. Was hast du mit diesem Lied? Irgendwie habe ich nicht aufgehört, in Weihnachtsstimmung zu sein. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, das geht mir erst, wenn ich am Montag wieder arbeiten gehe. Dann wird mir das erst wieder verdorben. Bis dahin feiere ich einfach intern immer noch Weihnachten. Ah. Hi, Licker.
Aber ich finde die Licker gar nicht so schlimm. Ich finde, die sehen nur eklig aus. Aber als Gegner sind die recht harmlos. Wenn man einen Granatwerfer hat. So. War das schon alles? War hier nicht noch mehr? War hier nicht noch mehr? Ah ja, doch, die Pflanze war es. Ich wusste doch, eins fehlt noch. Kurve zu eng nehmen. Papa. Ja, bitte. Ich will nicht essen, kann ich aber nicht. Tja, hol ich heute noch hier. So. Platzieren, dran machen. Aha, man muss bestätigen drücken. Okay, das klang nicht gut. Hat irgendjemand wach gemacht? Das klang wie ein Licker. Ein Licker war, ist er nicht mehr da. Ich habe eine Nuss fallen lassen. Entschuldigung. Und mal ehrlich, warum sollte ein Licker, ja, hier raus wollen? Ich meine, das ist ein Buffet für den, oder nicht? Aha. Der ist hier irgendwo, aber ich sehe den nicht. Wo ist der? Ha. Ah, da ist er. Ach nee, das ist gar kein Licker. Ich war mit der falschen Waffe auf den geschossen. Put your hands up in the air. Entschuldigung, ich habe echt einen Ohrwurm. So, wollen wir mal gucken. Egal. Alt. Das ist ein Schädel, ein Bogen und eine Schlange, würde ich sagen. Gucken. Oh, super. Schädel. Was könnte da von der Bogen sein? Das ist ein Widder. Fische? Das könnte der Bogen sein. Das ist aber gemein, dass sie die hier jetzt so verrostet haben. Ist das richtig? Ja, das war richtig. Weil man sich nicht erkennt. Ja, wir haben alle Medaillen. So. Was fehlt noch? Wir haben einen Locker, den wir nicht geöffnet haben. Wir haben jede Menge Schließfächer, die wir nicht geöffnet haben.
haben hier das Ding, was wir bewegen können. Also ich glaube, wir kommen noch mal nach hier zurück. Also ich kann mir nicht vorstellen. Da war auch noch ein Safe, ne? Und da war auch noch irgendwas zum Öffnen. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass es das gewesen ist. Da wird mit hundertprozentiger Sicherheit jetzt noch irgendwas kommen. Ah, der Erste-Hilfe-Spray habe ich vergessen. Das war's. Was hat die Uhr? Ich muss meine Tochter abholen. Er ist nicht allzu spät. Juhu, Scheiße! Ich wusste doch, der Motherfucker. Und was sagt sich noch über Erste-Hilfe-Spray, Leute? Genau, den haben wir nicht mitgenommen. Ich habe den Puls gerade auf Anschlag, Leute. Ich habe den Puls auf Anschlag. Und dabei habe ich gesehen, dass man das Ding hier beiseite räumen kann. Aber das habe ich noch beim Spielen gesehen. Oh, lecker, ja. Oh, da kann man ja noch das Regal beiseite räumen. So, jetzt komme ich da in die Bibliotheken. Von da aus kann ich auch fröhlich weiter, ne? Ja, aber ich komme, das ist ja, eigentlich komme ich ja jetzt nicht in einen neuen Bereich, das ist eigentlich nur eine Zugangstür, ne? Weil ich glaube, das ist der gleiche Bereich wie vorher. Oder glaube ich das nur? Ja, genau. Oh, ich bin so verletzt. Oh, rette mich. Oh. Erstmal ganz schnell, wir müssen weg. Aber gut, dass wir den Erste-Hilfe-Spray vergessen haben. Dann kann man den nämlich jetzt holen gehen. Aber wir hatten doch noch einen bei. Stimmt, den hatten wir ja nicht verbraucht. Ich hab's vergessen. Papa. Ich hat's vergessen. Da wären wir jetzt beinahe gestorben wegen, weil ich so vergesslich bin. Benutzt sein. Sehr schön. Alles wieder grün. Da steht mir gleich. Was ist das für ein Geräusch? Das klingt so ein bisschen, als gerade hätte jemand gerade Sex mit einer Gummipuppe. Naja, geben das ein. Welcher Zombie das wohl ist. Oder ob es der Licker ist. Versteht ihr? Also, die kleine Sau. So, jetzt sind wir gegen jede Menge Türen gelaufen. Haben eine Beule geholt. Ah, ne, wir sind eine Etage zu hoch. Sorry dafür. So, Delle. Schön. Einen Weg rausfinden. Müssen wir noch irgendwas mitnehmen? Nee, ne? Wir können natürlich, bevor wir jetzt verlassen, nochmal speichern. Wäre vielleicht nicht die dümmste Idee. Kann man eigentlich die Granaten stapeln? Kann man? Ja, kann man. Okay. Wusste ich nicht. Dann hätten wir das auch geklärt. Wir haben noch Schuss genug. Wir haben eigentlich alles noch genug.
Wir speichern einfach nochmal. Wir haben ja jetzt so viele Anläufe gehabt für den Teil. Na, speichern wir nochmal. Ich kam euch die ganze Zeit ins Ohr, ne? Kann das sein? Mhm. Sorry. So. Kleines Video. Gib ihm einen Kopfschuss, solange er es noch zulässt. Na, wenn er uns so bittet. Wir wissen alle, wie es ausgeht. Er wird dann einfach nur an so einer Fenster hängen und put your hands up in the air singen. Weg zur Göttin. Okay. Schick. Bewegungsmelder. Was ist das? Da müssen wir irgendwas reinstecken und drehen, was immer das dann verursacht. Aber es geht. Einfach nur, was geht. Ach, die nehmen wir mit. Wir haben hier erst 7. Das ist, glaube ich, ein Modell von dem Gebäude, würde ich sagen. Ist ja recht groß. Da können wir speichern, was wir ja gerade erst gemacht haben. Da liegt noch irgendwas, das scheint wieder Schießpulver zu sein. Jo. Da können wir hingehen und Miet sagen. Miet, Miet. So, können wir Schießpulver gleich wegräumen. Verstauen, verstauen. Weil ich denke, die Bretter können wir wahrscheinlich auch verstauen, weil ich glaube nicht, dass hier Bretter sind. Ne? Also Fenster sind im Keller. Das wäre irgendwie nicht logisch, oder? Ah, komm. Wir gehen mal einfach gucken. Wir müssen die Aufnahme eh gleich beenden. Der Keller. Aha, sehr schön. Wenn er jetzt auch noch weggefahren wäre, hätte ich Grund zur Panik, oder? Hydrant. Diese leuchtenden Dinger bin ich ja jetzt schon ein paar Mal vorbeigegangen, aber du kannst nichts damit machen. Das bewegt sich definitiv zu schnell für einen Zombie zu sein. Und es war zu zweibeinig, um ein Licker zu sein. Turbinen. Wahrscheinlich Notstromaggregate oder irgendetwas. Okay, auch verhammelt. Ah, da kann man uns aber durchquetschen. Okay. Ah, wat? Eben den Schrank hat's doch auch geschoben bekommen. Oh. Hallo?
Mein Gott. Was habe ich gesagt? Oh mein Gott. Ich glaube es. Zu heiß. Au, ja. Was sagt er? Irgendwas mit BH? Den hat er auch nötig bei dem Arm, oder? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum der jetzt so aggro ist. Ich sorge doch nur dafür, dass er warm hat im Winter. Besonders hell scheint er ja nicht zu sein. Oder dunkel. Na gut, ich auch nicht, weil sonst hätte ich vorher nachgeladen. Jo, ist ja gut. Wurde ja eins ab in die Nerv. Der ist auch besonders noch agil, wenn der brennt. Hey. Oh, scheiße, der ging daneben. Okay, hört zu heiß. Aber auch nicht so langsam, oder? Entschuldigung, ich muss hier nochmal vorbei. Da liegt noch irgendwas. Okay, das tat weh. Okay, das war nicht gut. Wie viel Lebensenergie haben wir noch? Wir brauchen einen. Sprechen. Okay. Mach das Auge auf. Du kommst mir zu nah. Du kommst mir zu nah. Ich tu dir doch nichts. Ich tu nur deinem komischen Auge in deinem Arm irgendwas. Ich glaube, das überleben wir nicht. Ich überlege mich gerade, ob er vielleicht oder so anfällig gegen die Pistolenmunition gewesen wäre. Der kriegt einen aber auch noch immer so schnell. Hat er gerade sorry gesagt? Das finde ich gut. Okay, ich habe Panik. Wir haben ja bisher noch sehr locker gesehen, weil ich einfach gedacht habe. Folgt er mir nicht mehr weiter? Ja. Warum läuft er denn jetzt von mir weg? Freak. Ich glaube, das war's mit uns. Und jetzt hat er ganz fiesen, schlimme Gedanken. Werden wir da reden. Über uns. Okay, also das war nicht so gut. Ich habe so ein bisschen das dumme Gefühl, wir sind in die falsche Richtung gelaufen. Dass wir einfach die falsche Waffe haben. Ohne zu blitzen zu treffen. Ich weiß es nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet bei der nächsten Folge wieder ein. Würde mich freuen. Bei der es heißt Grillwürstchen mit Eiern, mit Augen leicht gemacht. Bis dann. Tschüss.